Rhein-Neckar-Löwen waren ja schon zu deiner Zeit, Henning, ganz gut dabei, so einige Jahre. Aber im Prinzip nochmal eine Stufe weiter ging es ja dann so ab etwa 2013, als du dann kamst. Und seitdem, bis auf dieses Jahr, unter den Top-Mannschaften. So. Und dann wirklich dann zwischen 2013 und 2018 im Prinzip dann zur europäischen Spitze dazugekommen mit 2 deutschen Meisterschaften, 3 Vizemeisterschaften, einem DHB-Pokal, einem Europapokal. Und da hat sich ja schon auch einiges verändert. Und unser Eindruck, oder von außen hat man immer so gedacht, da hat sich auch spielerisch etwas verändert. Da wurden neue Maßstäbe gesetzt. Auf einmal kamen ganz andere Anspiele, die man früher nie gesehen hat. Immer noch vor Augen hat man so dieses Anspiel auf Mühlhol dann von Rückraum rechts mit einem angedrehten Aufsetzer. Und da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, da hat sich extrem viel entwickelt. Und vor allem sozusagen, was die Spielintelligenz und das spielerische Niveau angeht. Und da erstmal die erste Frage, so was macht so Spielintelligenz für dich aus? Was bedeutet das? Spielintelligenz finde ich, dass es eigentlich ausmacht, dass man dem Gegner immer einen Schritt voraus ist. Dass man auf gewisse Sachen eigentlich schon, dass man die antizipieren kann, was könnte die Abwehr jetzt gegen gewisse Spielzüge, gewisse Auslösungen machen. Und dass man eigentlich bereits eine Antwort drauf hat. Nicht, dass man dann überrascht ist und dann braucht man wieder so 3, 4, 5 Angriffe, bis man sich darauf eingestellt hat, sondern man weiß, man hat so einen Plan B direkt und Plan C vielleicht auch schon, dass man weiß, okay, der Gegner könnte jetzt so reagieren, wie würden wir reagieren, wenn eine andere Mannschaft das spielt, okay, dann stellt man sich das vor und wie könnte man das lösen? Und um das geht es eigentlich so ein bisschen, dieses Voraussein. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, was hat der Trainer für eine Philosophie? Es gibt ja mittlerweile viele Trainer, also Handball ist... Jede Mannschaft spielt eigentlich dieselben Auslösungen. Also es gibt nichts richtig Neues, was jetzt reinkommt. Also das hat sich jetzt so eingebürgert, jetzt hat man angefangen mit, man stellt jetzt plötzlich Außenspieler rein, um die Abwehr flach zu halten, dass man dann die Gegenspieler im 1 gegen 1 auf 6,5 Meter trifft und nicht auf 9, weil viele Mannschaften gingen dann offensiv raus. Also immer wieder so Kleinigkeiten, die man anpasst, aber das tun dann alle. Und ich finde, dass der Trainer da wirklich eine Marschrichtung vorgibt oder die Richtung vorgibt, wie frei darf man sich auch entfalten. Und also für mich persönlich kann ich jetzt nur sagen, Nikola Jakobsen hat mir natürlich dann extreme Freiheiten gelassen, extreme Freiheit, und dann, wenn du merkst, du hast die Freiheit und wenn du auch Sachen ausprobierst und die funktionieren, das ist dann wie man Öl ins Feuer reingießt, dann lodert das zuerst und dann hat man das Gefühl, man ist jetzt übertrieben gesagt, fast unsterblich und man kann eigentlich tun, was man will. Noch das Vertrauen. Das Vertrauen ist sowieso, ein ehemaliger Weltklasse-Torhüter kann von dem sagen, das Selbstvertrauen ist 80%. Also auf diesem Niveau sind alles gute Spieler, aber wenn ein Spieler mit Selbstvertrauen auftritt, dann ist das einfach, das ist die halbe Miete. Und diese spielerische Qualität oder auch Spielintelligenz, ist das aus deiner Sicht eher so ein Talent und das hat man einfach, oder gehört da viel Training dazu, und wenn, wie kann man das denn auch trainieren? Ich glaube, da muss man ein bisschen open-minded sein, auch über Sport auch übergreifend. Ich gucke mir immer viel auch im Basketball ab, auch so das Ballhandling, so die Laufwege von Spielern, von Möglichkeiten, Passvarianten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, klar, es ist ein Talent, also das ist klar, aber man muss sich auch irgendwo dazu trauen, gewisse Sachen auszuprobieren. Und das wird ja viel auch in der Jugend, finde ich. Viele Spieler werden dann relativ früh eingeschränkt, und wenn jemand mal über die Grenze geht und mal etwas probiert, auch mal auf die Schnauze fällt, Nein, das ist nicht unser Konzept. Da müsst ihr schön im Konzept drin bleiben. Und deswegen vielleicht entwickelt man auch zu wenig Spieler, die das gewisse Etwas dann haben. Also ich bin auch mega viel auf die Schnauze geflogen von Mitspielern, von Gegenspielern, von Trainern. Die sagen, was machst du denn für einen Scheiß? Wir sind hier nicht irgendwo im Zirkus. Aber das hat dann irgendwo durch trotzdem. Ja, ich fand das einfach, das ist mein Spiel, und das sieht man auch viel auch in anderen Nationen, dass die Spielmacher haben, die dieses gewisse Etwas haben. Also wenn man jetzt beispielsweise nach Slowenien guckt, die züchten ja diese Rückraum-Mitte-Spieler, die so eine extreme Spielintelligenz haben. Die alle, auch alles machen dürfen, ne? Die dürfen durchgehen. Genau. Und da glaube ich schon, dass man da vielleicht...
ich will jetzt nicht den deutschen Handball schlecht reden, aber es ist schon so, es ist also augenscheinlich oder auffällig, dass man die letzten, ich weiß nicht, seit Markus Bauer wahrscheinlich keinen. Ich hätte auch Markus Bauer so als den letzten klassischen Mittelmann gesehen. Mhm, genau, der irgendwo auch so dieses gewisse Etwas hatte. Ja. Und aber einige Sachen, also einmal Freiräume und dann mehr ausprobieren. Und ich denke, das ist auch wirklich wichtig. Und wie du auch richtig sagst, man sieht das ja an den anderen Sportarten. Da darf einfach was ausprobiert werden und die probieren dann neue Sachen aus. Und erst wenn man das dann immer mal wieder zuerst eben schlecht und dann immer besser gemacht hat, dann entsteht etwas Neues. Und dann ist es natürlich auch eine neue Situation, die auch für die Abwehr oder in den Torwart dann wiederum eine neue Situation darstellt und dann irgendwann auch erfolgreich ist. Ne? Und die Frage ist, sind das dann aber außer diesen Freiräumen, sind das noch bestimmte Elemente, die man dann auch immer wieder trainieren muss? Gerade auch was das Kreisläufer-Anspiel angeht, da gibt es ja so viele Varianten inzwischen und das passiert ja nicht automatisch, sondern wahrscheinlich steckt auch viel Training hinter dieser Kreativität am Ende. Klar, also das ist die Absprache mit dem Kreisläufer. Das ist eigentlich, ich vergleiche das immer wieder mit so einem Spiel, was wir früher gespielt haben, wo drei Spieler zusammenstehen oder drei Leute zusammenstehen und einer steht in der Mitte und man probiert den Ball irgendwo an diesem Mittelspieler vorbeizubringen und wenn der Mittelspieler den Ball genommen hat, dann darf er raus und dann musst du in die Mitte. Und das ist ein bisschen, also wenn ich im Kreisläufer sage, ich spiele dem Nummer 21 zwischen die Beine, dann weiß er in diesem Angriff, irgendwann, wenn die Möglichkeit entsteht, dann kriegt er den Ball dort, muss er seine linke Hand hinter seine Beine platzieren, muss natürlich mit seinen Beinen mitgehen, weil ich weiß nicht genau, welche Position er dann hat, ob er jetzt ein bisschen mehr rechts steht, ein bisschen mehr links, also er muss mit diesen Beinen mitgehen und dann kriegt er eigentlich den Ball. Das ist einerseits Absprache, andererseits logischerweise viel Training und einfach Varianten suchen. Ich suche auch immer wieder nach neuen Varianten, was wäre möglich. Und man muss natürlich auch da kognitiv fit sein, ne? Wenn du dann im Prinzip den Leuten bestimmte Anweisungen gibst, und das können ja 20, 30 verschiedene sein, müssen sie natürlich genau wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, du kannst auch wahrscheinlich nicht mit allen Spielern auf diesem Niveau letztendlich dann solche kooperativen Spielabläufe machen. Nee, absolut nicht. Und ich glaube auch, aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, auch das ganze Ballhandling. Mhm. Also ich bin zum Beispiel, ich mache das glaube ich seit 10, 12 Jahren, dass ich beim Aufwärmen, auch beim Training, eigentlich immer den Ball in der Hand habe. Also ich tippe, ich mache mich warm mit Armkreisen, tue ich auch einen Ball. Also das ist unser Spielgerät. Und unser Spielgerät, wenn das mein Freund ist, dann tut er das, was ich möchte. Und dann kann ich dem vertrauen und er vertraut mir. Und das ist ja das wichtigste Element im Handballspiel, ist der Ball. Und deswegen, so dieses ganze Ballhandling, das kann man sich aber auch antrainieren. Aber das ist auch so, ich möchte blind mit dem Ball umgehen können, ohne dass mich irgendjemand stört. Und das ist ja viel auch, wie funktioniert mein ganzer Körper, wie funktioniert meine Kognitivität. Und das ist auch ein bisschen Trainingssache, ja. Eine Arbeitssache. Und auch der Eindruck war im Prinzip, dann nochmal eine neue Stufe kam, so wie wir das wahrgenommen haben, als du dann auch deutlich stärker torgefährlich wurdest, als dann auch verschiedene Würfe kamen. Und vielleicht erstmal an dich, Henning, wie kann man denn, diese Würfe sind ja anders als von anderen Spielern, die von Andi auch in dieser Zeit immer gekommen sind, so durch die Abwehr durch, in Bereiche, die dann doch auch sehr überraschend waren. Auch da die Frage, muss man sich auf solche kreativen Spiele anders vorbereiten oder wie hast du das gehandhabt? Na, anders nicht, aber man wusste bei Andi vielleicht, dass er dann auch, ich sag mal, aufgrund seiner Kreativität vielleicht dann eher versucht, den schweren Wurf zu nehmen, ne? Oder in das schwere Eck zu werfen, weil er ja wiederum denkt, dass der Torhüter dann eher ins Leichte geht. Also das ist dann auch die Interpretationsform des Torwarts, wie schätzt er denjenigen ein, und nichtsdestotrotz hat Andi ja trotzdem auch sein Wurfbild. Und das waren eigentlich eher die Dinge, auf die ich mich konzentriert habe. Interessant ist aber zu sehen, dafür ist Andi eigentlich ein sehr gutes Beispiel, als er zu den Löwen kam. Also er kam nicht erst 13, sondern er war auch schon zu meiner Zeit da, hat aber wenig Spielanteile bekommen und genauso war es. Er kam rein, macht, ich sag mal in Anführungszeichen, ein, zwei Mal Scheiße und kommt wieder runter. Damit kannst du kein Selbstbewusstsein aufbauen. Also du musst die Freiheit haben, Fehler machen zu dürfen. Und dann wächst du. Und das war ja nachher die Situation. Andi war nachher gesetzt.
konnte dann seine Kreativität und sein Können mit einbringen und dann machst du auch automatisch nicht mehr diese Fehler. Also liegt viel am Trainer, inwieweit er Vertrauen an die Leute gibt, damit sie dann ihre Kreativität entsprechend auch ausleben können und dürfen. Und das beste Beispiel ist ja dann auch über die Kommentatorentätigkeit, dass man oftmals wusste, dass der Andi die Bälle zum Kreis spielt. Natürlich wusstest du nie wann. Aber er hat den Jungs den Ball teilweise durchs Nasenloch gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die sind wahnsinnig geworden, weil sie wussten, irgendwann kommt dieser Pass. Aber er hat es halt vom Timing und von allem genau immer dann im richtigen Moment gemacht, wo es dann einfach auch schwer zu verteidigen ist. Und das ist das Gute, finde ich. Man weiß manchmal, dass Dinge kommen. Aber wann und wie hängt wiederum davon ab, in welcher Perfektion, in welcher Lockerheit, in welchem Zustand ich bin. Und ich finde, das hat Andi mit seinen jeweiligen Kreisläufern perfektioniert.